Hallo, willkommen zur ersten Folge von meinen Maschinen. Die sollte ich ja mal zeigen, wurde sich gewünscht. Und dann fange ich jetzt mal an. Die wichtigste Maschine mit in diesem Spiel ist die Zuckermaschine. So, hier wäre es wirklich zu empfehlen, dass man alle 9 Plätze sich gekauft hat. Schon ziemlich von Anfang an. Ich habe jetzt hier jeweils 40 Zucker, 39 Sirup. Und wenn ich jetzt von allem so ungefähr gleich viel habe, dann stelle ich das jetzt auch alles an. Man könnte jetzt auch nachts nur Sirup anstellen, aber ich stelle doch lieber immer ziemlich gleichmäßig ein, dann kommt man nicht so in so einen Engpass. So, dann ist hier die Popcornmaschine. Die bekommt man ja auch schon ziemlich früh in diesem Spiel. So, was habe ich denn hier? Also von diesen normalen habe ich jeweils immer 6. Da habe ich jetzt mal 11. Habe ich sonst gar nicht so viel. Chili-Popcorn muss man nicht viel anstellen. Das kann man ja jederzeit in der Zeitung kaufen. Und dann nehme ich lieber öfter nochmal das normale Popcorn. Weil wenn das mal im Schiff kommt, das will auch meistens richtig viel haben. Hier habe ich jetzt 5 Plätze. Damit komme ich auch super aus. So, dann haben wir hier die Bäckerei. So, von den normalen Produkten mache ich jetzt auch immer 6. Oh, Himbeermuffin fehlt. Pizza fehlt. Käse. Ja, gut, ich hole mir erstmal Eier. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ach Gott, die Tiere wollen auch schon wieder gefüttert werden. Achso, ich habe übrigens ein bisschen umgestellt. Hä? Denn hier noch ein Ei? Hä? Er zeigt doch den Korb noch an. Oh, jetzt habe ich den schon wieder in der Hand. Da war das Ei. So, noch ein paar Himbeeren. Ich habe nämlich jetzt hier drüben alle meine Bäume und Büsche. Ach, das kann man wegfahren. Und hier sollen jetzt eigentlich noch die Brombeeren hin. Also es ist noch nicht so ganz optimal. Ja, die sind alle zum Gießen. Da muss ich mal warten, dass jemand eine Aufgabe dafür hat. Ich mache diese Woche auch mal beim Derby mit und habe jetzt meine letzte, also bis jetzt meine 9. Aufgabe ist eine Angelaufgabe. So, jetzt wollte ich Himbeer anstellen. 1, 2, 3. Da habe ich noch 6, da habe ich noch 6, da habe ich noch 6, den Käse hatte ich nicht. So, und dann stelle ich, hier habe ich übrigens auch alle Plätze, Brot. Wenn mal ein Schiff ist mit Brot, will das auch schon immer richtig viel haben. So, das ist das Brot. Und dann habe ich hier meine Süßigkeiten. Da habe ich 4 Plätze, das reicht locker, weil zum Beispiel so ein Lolli, der braucht schon 10, 10 Stunden, 12 Minuten. Die Schokolade braucht 17 Stunden und die müsste ich jetzt auch anstellen. Dann muss ich noch mal Kakaobohnen pflücken. So. So, dann habe ich da 6. Da ist schon der 6. angestellt. Ja. Dann habe ich hier meine Saftmaschine. Hier habe ich 6 Plätze. Damit komme ich eigentlich auch super aus.
Und hier versuche ich von den Säften, versuche ich jetzt schon immer 20 von jedem zu haben. Gut, da habe ich jetzt auch nur 17. Ich hatte jetzt schon zweimal eine Lieferwagenaufgabe und deswegen ist das auch alles ziemlich leer. So, hier ist der Eisautomat. Hier mache ich eigentlich auch immer erstmal nur auf 6. Oh, das ist auch ziemlich leer. So, und hier habe ich 5 Plätze, komme ich eigentlich auch super mit aus. Hier ist der Marmeladenkocher. Von den Marmeladen versuche ich eigentlich immer so, naja, sieht man jetzt nicht, aber eigentlich versuche ich da auch immer 10 zu haben. Da habe ich 5 Plätze, reicht auch. Das sind die 9. Ja, es ist jetzt ziemlich leer alles, weil ich einen Lieferwagen gemacht habe. So, hier haben wir den Juwelier. Da, ja, habe ich 6. Da nehme ich auch gerne mal mehr, weil wenn mehr, dann ja, kann man das ja auch gut an der Tafel mal wegschicken. Im Moment sammle ich aber schon wieder Erze, um den Zug noch mal zu verbessern, der in der Stadt ist. So. Dann haben wir hier, habe ich den schon gezeigt, dass, ach so, wie viele Plätze habe ich hier? Hier habe ich 4 Plätze, das reicht auch locker. Dann ist hier die Honigmaschine. Da habe ich auch 4 Plätze, reicht mir auch vollkommen. Die meisten von euch sind ja auch noch in niedrigeren Leveln und also bis man diesen Baum auf 4 Körbe kriegt, das hat auch echt gedauert. Also das. Da muss man schon immer ziemlich regelmäßig die Waben runterholen. So, und das hier ist diese Soßenmaschine. Soßenmacher heißt der. So, wie sieht es denn hier aus? Da habe ich 7, da versuche ich eigentlich auch immer so 10 Stück zu haben. Ja, da sieht man auch, da gehen die Eier auch gut bei drauf. So, das ist die Salza, die vergisst man auch gut, weil die hier hinten ist. Und dann am meisten braucht man natürlich das Olivenöl. Deswegen gehe ich mal zu meinen Oliven. So. Hier habe ich 5, 6, 7 Plätze. Also hier könnte man auch eigentlich alle Plätze voll haben. Aber ich habe jetzt keine Lust dafür, noch Diamanten zu verschwenden. So, dann waren das jetzt erstmal die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maschinen, die ich heute schon mal gezeigt habe.